Ja, Leute, ich begrüße euch hier auch bei Was Meerwasser zu einem, ja, wie soll ich sagen, neuen Einkaufserlebnis beim Norbert. Er ist momentan gerade da drüben und bedient noch Kundschaft, weil heute ist Samstag. Heute kommen die Leute zu den entsprechend abgesprochenen Terminen. Und das ist auch eine Sache, die relativ wichtig ist, weil er immer für die Menge an Kundschaft, ich sag mal, produziert ungefähr. Er hat eigentlich nie was über, deshalb grundsätzlich, wenn ihr hier hinkommen wollt, wenn ihr euch an diesem Tisch oder an diesem Tisch hier dementsprechend vergnügen wollt beziehungsweise zusehen wollt, wie Norbert euer Becken aufbaut, macht bitte einen Termin. Oder nehmt in Kauf, dass ihr euch das jetzt nur angucken könnt und das Ganze dann im Nachhinein ein bis zwei Wochen später, weil das sind die Lieferzeiten im Moment hier, dann dementsprechend später euer Material geschickt bekommt oder abholt hier. Das sind die beiden Optionen. Aber wenn ihr hier vor Ort hinkommen wollt, sprecht es bitte mit dem Norbert ab. Dementsprechende Telefonnummern und Kontaktmöglichkeiten habt ihr auf der Website von Atoll Riff Deco. Und ja, heute sind wir aber hier, weil wir uns das Ganze hier mal anschauen wollen, wie Norbert das Becken vom Andi Sauerborn, von Meerwasser Sauerborn, sein neues Schaubecken im Prinzip einrichtet. Und das wollen wir uns dann jetzt gleich mal anschauen. Und ja, er hat ein Becken 1,85 Meter mal 85 mal 50, mit einem 50er Wasserstand. Und das ist im Prinzip ja schon grob aufgebaut. Und ich würde sagen, wir gehen dann mal dazu über, das Ganze dann jetzt gleich hier mal live zu verfolgen. Entschuldigt bitte die leicht verwackelten Kamerabilder. Ich habe es, ja, ich habe noch Restalkohol von gestern. Nein. Tatsächlich ist es nicht ganz so einfach mit meiner Cam, das Ganze sauber stabil zu halten. Also verzeiht mir das Verwackelte, aber es lohnt sich definitiv. Also, wir schwenken um zum Aufbau und dann sehen wir uns nachher nochmal wieder. Jetzt vor einem leeren Brett mit Sand drauf. Genau. Dann erzähl mal, was du vorhast. Strukturmäßig hast du ja irgendwie eine Idee entwickelt, wie willst du es gerne haben? Also, geplant ist, dass wir hier auf die eine Seite einen neuen Filierbereich machen. Ja. Und hier eher einen Gonio-Bereich. Ja. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir eventuell eine Art leichte Brücke machen, wo ich noch Akkuporen hinsetzen kann. Also eigentlich mehr oder weniger zwei große Inseln? Genau. So. Und die von hinten eventuell nach vorne gehen. Können wir das einmal an die Wand schieben eben hier? Dann können wir nämlich mal gucken. Also wir reden jetzt auch hiervon, wie das auch nochmal klar ist. Alles ist hier beweglich. Selbst ich bin auch beweglich. So, pass auf. Das ist jetzt Rückwand quasi. Ne? Du hast aber einen Rucksackschacht hinten. Ich hatte einen Rucksack. Genau. Das hat die Grundmaße jetzt hier 1,85 mal 85. Genau. Höhe? 55 mit einem Wasserstand von ca. 50. Also. Okay, und deine angestrebte maximale Höhe ist dann? Wäre mal so 25, 30 maximal hoch. Okay. Für den Stein. Jetzt. Genau. Zwei große Inseln mit einer Brücke. Hast du denn, von der Sichtscheibe sind alle drei gleich, von genau. Allen drei Seiten gleich proportional. Also wir haben drei Schokoladenseiten sozusagen. Genau. Okay. Das heißt, Überhänge, was willst du mit den Ästen machen oder lieber nur mit den Steinen? Oder hast du irgendwelche? Ich denke, wir werden mit den Steinen arbeiten. Ja. Mit den Ästen eher wie der Ballern quasi von hinten, dann noch ein bisschen, wenn die eventuell hier auf 10, 15 gehen, dann ja, ist die Strecke da. Ja. Das dann hinten, sonst dann verdecken vorne die Goneos und die Euphilias, all die dahinter. Davon hast du nichts. Euphilia kannst du ja eigentlich überall draufsetzen, auf jeden Stein, ist ja schon nicht die große Rolle. Ne? Genau. Ja. Okay, dann stelle ich einfach mal ein bisschen Material rein. Einfach mal einen starken Brückensteine zuerst. Ich kann jetzt erstmal was hinstellen. Genau. Und das sieht doch schon gut aus. Um auf Höhe zu kommen. Das ist fertig. Das kann doch nicht jeder. Nee. So, pass mal auf. Der hat ja schon mal 10, 25. Also, wir müssen natürlich gucken. Das wäre so von der Idee her. Ich nehme jetzt einfach mal einen Stein, auf den wir weiterbauen könnten. Also, wenn wir jetzt mal sowas hier nehmen. Und da drüben noch anbauen. Noch weiter. Erstmal irgendeine Insel machen. Verschieben. Schön ist, man kann halt ja so ein bisschen, wie du da sagtest, wir haben vier Schokoladenseiten und können wir auch Fische wahrscheinlich auch rein, ne? Ja. Sollen wir sowas stellen hier? Erstmal von der nicht so wie es später stehen soll, sondern erstmal von der Menge her, ne? Mhm. Dass wir eine Menge definieren. Und machen wir das gleiche auf der anderen Seite auch.
Da können wir aber auch mal hier, zeige ich mal wieder, können wir was Schwebendes machen. Ein bisschen, ne? Kann man nicht so einhaken, das ist vielleicht nicht, ist eine andere Variante haben. Der Nachteil ist, man muss dann mit Styropor abschützen, denn der Styropor muss auch mal drin bleiben. Ne? Achso, sehr gut. Mit den kleinen, einfach mal zum Abstützen hier. Da haben wir was Fliegendes. Jetzt bin ich, aber der muss nicht genau mittig sein, der Bogen. Nee. Der kann auch ein bisschen asymmetrisch sein. In der Natur ist auch nicht symmetrisch. Nee, ich finde das mal wieder genau, weil du hast ja oftmals bei den Becken, die jetzt im Mittelschacht im Aquarium haben, das Problem, dass die sagen, ich will einen Schacht irgendwie zu haben. Ja, ja, klar. Finde ich immer, weiß ich nicht, suboptimal, weil es ist sowieso alles schwarz. Ich würde das einfach ignorieren, ob da jetzt eine Kante drin ist oder nicht. Ne? Aber dann, wenn ich dann vor dem Schacht baue, das Becken hat nicht eine ausreichende Tiefe, dann kommt man natürlich mit so einem Brückenschlag relativ schnell in so eine Problemzone. Ich mache das erstmal so. Grober. Die Umgestellung. So weit vorbiegen muss ich mich mal nach hinten. Auch ein Neuland für mich hier. Das passt nicht auf der andere. Noch ein anderer, weil er nicht richtig verlagert wird. Jetzt ist man nur so eine Idee. So. Könnte man mit dem Bimsel ein bisschen. Dann fühlen wir Insel. Und dann haben wir ein bisschen Stabilität drauf. Holen wir uns hier mal ein bisschen. Bisschen Stabilität rein. Genau, einen Brückenstein. Ein Flach dazu hin. Tschüss. Ich mache gerne immer erst so einen Hochbau, ne? Dann kann man sagen, Feintuning noch mal gucken. Dann vielleicht noch eine Insel. Jetzt hast du hier eine große Lücke. Als Sandzone könnte man die lassen, um da vielleicht ein bisschen was Invasives reinzusetzen. Ne? Ja, quasi dann kleine Insel. Nur eine kleine Insel, da können die ja noch mal ein bisschen rausziehen. Ne? Ein bisschen offener. Ich finde auch deshalb schon reizvoll, weil wenn. Also der Hintergrund, der Sand wird bei mir schwarz. Im Bodendecker werden dann Acanthophyllias und all so ein Baum. Okay. Weil wenn du nämlich jetzt hier reinklappst, wir haben ja eben gesagt, wir haben eine 85er Tiefe. Ja. Aber reizvoll ist natürlich immer, wenn du diagonal was machst. Ne? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn jetzt hier überall Euphelien sitzen an den Kanten, dann machen die Bucht ja, die Sandbucht ja kleiner, logischerweise. Ja. Ne? Das sind ja also bei die, dann hast du aber hier, das ist ein Meterstab, dann kannst du aber von hier fast 1,20 Meter Tiefe auch erzielen, ne? Wenn du diagonal reinguckst. Ne? Mhm. Das finde ich immer reizvoll, ne? Wenn alles so platt gerade gebaut ist. Ne? Genau. Wenn wir jetzt hier zu dem Stab jetzt hier nochmal von dieser Diagonalen hier nochmal eine kleine so eine Steininselgruppe machen, wo du dann von mir nochmal invasive Arten machen kannst, ne? Wäre auch nicht so verkehrt. Ne? Ja. Morgen. Jetzt muss ich gucken, ob wir die kriegen. Es gibt jetzt einmal die Möglichkeit, das zu erweitern, indem wir sagen, wenn wir nicht, zum Beispiel bei dem Stein hier sagen, dazu wäre es ja einer, der ist ein bisschen steiler. Genau, der nach hinten dann quasi. Der ist dann immer so gedacht, dass man sowas zum Beispiel so anstellen kann. Ja. Das wäre eine Option, eine, ne, mit diesem Anstellen. Mhm. Ne, dann hast du wieder was drunter, da kannst du natürlich fortführen, wie du willst. Ja. Wir können aber auch hingehen, wir machen jetzt da hinten einfach so einen Träger nur rein, der soll nur die zur Schnitze. Dann nehmen wir sowas hier. Vielleicht nochmal so eine Stütze. Nehmen wir noch eine zweite von. Der nimmt sogar das Rutschbahn. Ne? Ja. Weißt du, gehen die Kinder hier in die Treppe hoch und rutschen die hier mal runter. Das heißt, also, die kleinen Fische, die da drauf. Die kleinen Fische, wenn die spielen wollen, können die rutschen. Die kleinen Fische spielen wollen, so, ne? Dann können sie auch am Einkaufen sind. Dann könnte man nämlich hier nochmal so eine kleine Insel nochmal drauf machen. Die würde ich aber dann auch solitär stehen lassen. Ja. Weil es immer noch dieser Blick hinten durch, ne, der bleibt, eine schöne enge Schlucht geworden. Mhm. Dann können wir nämlich damit schon viel machen. Ne? Dann könnte man da noch was dran bauen, verlängert die noch. Ja.
Und wenn du jetzt platt guckst von vorne, verschwindet das Ganze, du musst also jetzt schon dich bewegen. Du hast also diese große, diesen großen Bogen. Also ja. Folgt man wie auch immer. Und dann hast du diese kleine Insel, die wirkt erstmal ein bisschen komisch, aber wenn du hier rumgehst, hast du halt diese Tiefe. So, und da ist es jetzt die Frage, da kann man natürlich jetzt sagen, man macht nochmal einen Rückschlag rüber, um da nochmal Stellflächen zu generieren. Weil da wäre mir die Flucht dann auch egal. Ich würde es dann nur nicht zu oft mit dem Rundbogen über. Nee, wir dann nur eine. Wenn dann einfach nur flach irgendwie drauflegen, zum Beispiel, ne? Dass die Schlucht etwas wegmacht, dann hast du auch noch ein bisschen Platz zurück, weil wenn du hier was Großes setzt, ne, dann hast du auch zurück noch Platz. Der Vorteil ist, ich komme hinten noch dreimal her und was mal wäre. Korrekt. So, dann ist jetzt noch, und dann hast du immer noch die. Können wir noch mal was flach machen? In so. In so. Dann könnte man da jetzt noch mal von müssen eine kleine Höhe machen. Und fischen. So, einfach nur so flach oder so flach ablaufen lassen. Das wäre jetzt so ein ganz spontaner Deko-Vorschlag von mir, den du komplett von draußen werfen kannst. Wahrscheinlich gehen schon ähnlich zusammen. Das ist das Nächste. Wir fragen jetzt Fotografieren. Also. Vielleicht drehen wir ja das Video, damit du das nachbauen kannst. Ja, genau. Das dann direkt mal weiter drauf. Ich weiß ja, wer Name sich das traut. Traue ich. Sich mal eben auf die Leiter zu begeben. Mit Kamera? Mit Kamera. Und dann kann man das mal von oben die Grundfläche zeigen. Das ist, glaube ich, auch mal ganz interessant, wenn man den Kasten, den Holzkasten mal einfällt. Na, den noch ein bisschen flacher bekommen, wäre schon gut. Die Brücke, kein Problem. Das ist kein Problem. Man sieht dann auch diese Passivdiagonale drauf, Daniel. Ja, habe ich. Na, siehst du, ist hier einmal, dann haben wir hier nochmal so ein Teil, auch mindestens einen Meter. Ne? Also ich finde, es sind zwei schöne Diagonalen drin, wo ich auch keine Korallen reinlegen würde. Wahrscheinlich machst du ja eh nicht. Ne? Also wenn du da sagst. Die Fische müssen immer noch schön drauf haben. Ja. So. Aber vom Prinzip her ist das schon. Sehr geil. Nicht schlecht. Ja. Naja, was? Ist nicht zu hoch. Da bin ich jetzt, als ich den Brückenstein da so zusammengesetzt habe, das ist ja irgendwie final, ne? Das ist ja immer nur so eine Idee. Also, klar. Im Prinzip kannst du in dem Moment, wo du den wegnimmst, ich mache das immer aus Sicherheitsgründen, weil so hält der fast von alleine. Ja. Du kannst den aber auch so flach machen, dass du eine ganz flache Brücke hast. Mhm. Dann musst du flacher kommen. Musst du dann nur hier irgendwas drunter bauen und dann musst du den entweder mit, ich mache das meist mit Kabelbinder, verbinde ich den zwar ohne viel Druck. Ja. Dann kann ich den einklemmen, bis ich Styropor, wenn ich also mir jetzt wegrutsche, dann betoniere ich den hier mit dem Griffzement. Genau. Gehe zum Beispiel von Arme oder so. Und dann drehe ich den vorsichtig rum, mache die andere. Und dann wird aus dieser schmalen Brücke, mal sehen, ob es klappt. Meinst du, mit der steilen Brücke wird eine schmale Brücke? Wird dann eine schmale Brücke. Ja. Denkst jetzt fällt alles. Egal, ist mal egal. Okay, gut, ich war schuld. Streiche Sätze. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Was ich vorhatte. Das ist immer wichtig. So, dann korrigieren wir das nochmal. Dann brauchen wir ein bisschen schöne Tür. Dann zeige ich dir das mal. Also, Riffaufbau ist ja nicht schwierig mit den Ebenen. Ja, aber siehst du ja auch, er will natürlich nicht unbedingt bei dir. So, jetzt gehen wir die mal. Ich kenne das schon seit Jahren bei dem Boden. Gehen wir mal etwas breiter. Ich habe ja schon die erste Generation, die vierte oder fünfte. Ist ja schon quasi ein Epo-Reef-Crack. So, was war denn mit dem? Der Free. So, pass auf. Jetzt müssen wir da aber gleich irgendwas drunter schützen, sonst wird das wieder passieren. Ich finde den ja lang. Lang. Länger. Mal festhalten. Warte mal, gucken erstmal, ob das schon das ergeben wird. Hast ja eben gemessen, ne? Was deine Messung auch immer ergeben hat. Das waren wir bei 37. 37? Mhm. Dann mess jetzt nochmal, ohne was zu berühren. Ja, das ist doch besser. Ne? Das meine ich. SPS und so Bereich. Genau, das meine ich jetzt eben. Da muss man sich rantanzen. Ich mache jetzt trotzdem noch was hier drunter. Das fällt uns gleich wieder alles zusammen wie Eck. Ja. Und der war ja hier so halb rund, der sollte ja hier nochmal so mit hinkommen. Genau. Sonst rund, der will ja auch weg. Ja, den kann man ja dann irgendwie hier auch reinlegen. Genau. Du könntest perfekt da wieder mit ein bisschen mehr Stabilität. Und der klickt jetzt da weg, dann gehen wir ihm hier vorne zum kleinen drunter. Okay. Mir war wichtig, dass wir unsere Schluchten erhalten und jetzt alles zusammenbringen. Aber das ist ja Frickelei. Ne? Da könnt ihr ja dann austoben beim Kleben. Ja.
Ja, aber Fläche hast du, glaube ich, genug. Ne? Auf jeden Fall. Wobei du ja immer noch mit so ein paar Plättchen arbeiten kannst hier. Ne? Die habe ich ganz schnell voll, wenn ich bei mich in den Keller gehe. Aber wie gesagt, Wiederholungsfall, Achtung, Wiederholung. Wir haben die kleinste Riffplatte der Welt und die leichteste auf jeden Fall. Das heißt, da, wo du jetzt sagst, wo ich nochmal Flächen generieren kann oder so. Quasi hier rein quasi. Dann kannst du hier nochmal eine kleine nochmal reinkleben. Muss nur eben auf die Schluchten achten. Ne? Kann man sowas noch einsetzen. Ne? Es gibt immer irgendwo Optionen oder hier oben nochmal eine Fläche, ne? Wo du sagst, das ist mir nicht gerade genug oder hier könntest du was dran setzen. Ne? Also, dass du das Ganze oben nochmal Driftdach nochmal etwas größer machst, ne? Für die Akkus oder so. Ne? Nach vorne ziehst du. Ja, also das ist ja frei. Ne? Hier ist ja relativ steil. Selbst da, wenn das richtig clever klebt, könnte man hier so ein Ding drauf machen, so ein Plättchen, dann hast du da auch nochmal einen Ausleger. Ne? Wir nutzten den eigentlich, das war hier auch diese Form. Ein einzelner Fuß ist immer schnell wackelig. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen hier diesen Rutschbahnstein, den kannst du auch nach da ausrichten. Dann kannst du hier so eine kleine Rückplatte da machen. So eine Verlängerung. Ne? Und da, also wie gesagt, überall da, wo du sagst, da wird Felsmittel, da hätte ich schon noch gerne Koralle hin. Da muss halt, weil die so leicht ist, lässt sie sich auch unverkleben. Ja, definitiv. Das müsste wirklich sein. Weil man sagen muss, Eberhund ist ja nicht schwer. Da liegt ja der Vorteil dabei. Ja, ja, aber das stimmt eben, der Rückenstein, der zwischen 1,7 und 1,85 Kilo wiegt, je nachdem, wird ja dann auch händisch hergestellt, schwankt ja ein bisschen. Das machen wir diese Kilo-Berechnung nicht mehr, sondern Stein ist Stein, wir haben den ausgemittelt. Ja. Aber wenn der natürlich jetzt aus der Höhe runterknallen würde, 3,5, 3,6 Kilo, jeder Glasschein ist schon ärgerlich dann. Ne? Ja. Also deshalb mit ihr. Und fairerweise muss man sagen, du hast ja den großen Nachteil, du hast eine Glasplatte. Ja. Auf dem Sandchen, der ja auch teilweise geklebt ist, ist ja super leicht zu modellieren. Wenn ich irgendwo im Aquarium sitze und muss das machen, dann kriege ich auch nicht so graue Haare. Das rutscht ganz schön. Und deshalb also grundsätzlich würde ich, das habe ich jetzt beim Torsten gemacht, sind wir hingegangen und haben erstmal die komplette Fläche ausgelegt mit Pappe. Ja. Darauf geht das auch. Haben dann die Steine modelliert und geklebt. Grob fixiert. Dann haben wir das Ganze rausgenommen, Steine weitergeklebt, so wie du auch gesagt hast. Ja. Und dann anschließend wieder gestellt. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie viel. Also das kannst du ja natürlich weder in einem Stück kleben noch müssen. Weil wenn du jetzt so 80er Module hast oder 60 und die rausheben. Ja, ne, also eigentlich kann man die dann heben, so meine Erfahrung, wenn ich die mir extern vorklebe und drehe und mache die Unterseite auf. Ja. Dann kann ich die auch modular wieder einstellen. Ja. Wenn jetzt nur immer kann, so, ist schon mutig dann. Ne? Also muss schon kleinere Verbindungen. Ob man sowas hier überhaupt kleben muss, ist ja immer die große Frage. Kann man machen. Muss so, und ich würde den auch immer Sternchen, also nicht so gerade auf um den Dreieck, sondern der dreht nach da, der dreht nach da und der dreht wiederum ein bisschen nach da, damit das immer so ein bisschen sternchenförmig wird. Das ist aber so eine Kleinigkeit. Ne? Da ist ein großer Unterschied für mich, ob ich den jetzt so setze. Ja? Ja. Vom Gefühl her, von der Optik her. Oder ich sage, der zeigt in die Schlucht rein, der zeigt raus und der zeigt hier. Oder ein bisschen so, alles immer ein bisschen verdreht ist. Genau. Ein bisschen Symmetrie so ein bisschen gebrochen ist. Ja, ich werde nicht alles drehen. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt dass ich mal den quasi immer rausholen kann, wenn irgendwas ist. Zum Beispiel. Dass ich runtergucken kann. Dass ich sagen kann, okay, das ist ein Element. Ja. Dass ich dann die mehreren Elemente. Oder du reißt die ganze Reihe gleichzeitig ab. Oder ich reiß alles direkt wieder ab. Ja, direkt weg. Ja. Aber hast du alles drauf? Ja, habe ich. Gut, dann brauche ich ja kein Fotos mehr zu machen. Doch, Fotos musst du machen. Ne? Ja. Ich bin im Haus. Ich glaube, in einem alten Becken, was jetzt ist, habe ich, glaube ich, 15 Brückensteine verbaut. Mehr nicht. Mehr ist ja für viel. Ist aber extrem viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was hast du mit 15 Steinen? Mein Gott. Das war schon übelst. Die habe ich eben gesagt, Epo gespielt. Ja. Perfekt, langsam. Der fährt gleich wieder zusammen. Also ja, das wackelt schon extrem. Nicht mehr anfassen, nur noch nicht. Das ist am besten. Fotografieren kann man jetzt erstmal ohne Hände. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt im letzten aus dem Leben gestanden. Habe ich jetzt einen Kiefer rausgenommen. Ja. Warum ich jetzt wollen, wenn einfach mal kleine Fische oder Korallenkarpfen geben, denke ich. Weil der Korb liegt hier bei dem Kunden, der war aus Duisburg, der kam, der hat hier mitgebracht. Der zieht es ja auseinander. 1,40 Meter. Ja, voll gut. Das war immer Epoche. Da kann nichts drin sein. Ja, Leute, so kann es gehen. Ich aus dem stillen Kämmerlein. Und warum?
weil wir da was vergessen haben. Ach, es war einfach, ja, wie soll ich sagen? Wir haben uns verquatscht. Und als ich gerade eben angefangen habe zu schneiden, ich habe es total vergessen. Wir haben es alle vergessen. Und der Kerl, der hier vor der Kamera sitzt, hat es als allererster vergessen. Wir haben tatsächlich den Abschluss nicht gedreht. Nachdem wir da mit der Konstruktion fertig waren, kam noch ein anderer Kunde rein. Norbert war kurz weg. Ich habe mich mit dem Andi unterhalten, habe nebenbei meine Ausrüstung so eingebaut, zusammengebaut. Und ja, irgendwie haben wir dann gequatscht und dann war die Zeit um und ich gucke so auf die Uhr, ich denke, Scheiße, du musst gucken, dass du dein Weibchen abholst. Weil die brauchte das Auto, war wichtig. Und ja, gerade eben war ich ja, fing ich ja an zu schneiden, ich denke, ja, irgendwie fehlt da was. Komisch. Ja, egal, ich drehe es jetzt gerade hier nach und muss ganz ehrlich sagen, wir hatten einen Heidenspaß wieder. Es ist einfach nur genial, wie Norbert da mal eben was zusammenzimmert. Das ist jetzt mal so ein ganz spontaner, Aufbau. Innerhalb von, ne, was waren es jetzt? Lass mal eben gucken, 20 Minuten. Ja, also gesamt bis zum tatsächlichen Ende waren es jetzt 20 Minuten, ja. Ne, mal eben einen Rift da zusammengezimmert. Und das auch noch eigentlich auf Anhieb wirklich richtig gut aussieht. Nicht nur eigentlich, es sieht auch noch richtig gut aus. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache, Norbert. Ja, du machst da was, du zimmerst da was hin und das sieht auch noch geil aus dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben viele, ich sag mal, Gesteinsarten am Markt. Ob es die Keramik ist, ob es die Real Reef Rocks sind, ob es Nachahmer vom Epo sind, jede Steinart mag seine Vor- und Nachteile haben. Aber das hier, das Epo, das ist das Original. Damit kann man so viel mehr machen, als mit allem anderen, was gerade auf dem Markt ist. Das ist meine persönliche Meinung jetzt hier. Hat niemand anders gesagt. Das ist, ja, das kommt von mir. Ich finde, dass dieses Epo-Reef ist so dermaßen vielfältig mit den ganzen, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie viel er hat an verschiedenen Steinen, die er sich da immer wieder zusammenbaut bzw. macht. Und diese Vielfältigkeit, die dann daraus entsteht, das ist unendliche Möglichkeiten. Nicht unendliche Weiten, sondern unendliche Möglichkeiten. Und ich blende es mal eben ein, Andi hat es tatsächlich trotz aller Unkenrufe sehr, sehr gut geschafft, tatsächlich das hinzubekommen. Und ja, was soll ich sagen? Chapeau! Ja? Ich glaube, deine Frau war auch dann so, ich weiß nicht, wie lange du dafür gebraucht hast, das kannst du mir ja im Nachhinein mal sagen, werde ich dann beim Live bei Norbert dementsprechend mal bekannt geben. Aber er sagt mir dann wahrscheinlich so nach dem Motto, ja, das ging innerhalb kürzester Zeit. Habe ich das hingekriegt. Ich habe es aufs Bild geguckt und habe es sofort hingekriegt. Ja, nee, ist klar. ja, Leute. Also Fakt ist, wir hatten hier riesen Spaß. Und ich könnte noch zig andere Videos da machen. Aber wir gehen jetzt hin und heben das Thema Norbert und Epo-Reef mal jetzt auf einen ganz anderen Level. Und zwar auf den Level, wo ihr direkt live mit ihm interagieren könnt. Fragen stellen könnt. Er zeigt euch, was machbar ist. Er zeigt euch, wie es geht. Er zeigt euch Tipps und Tricks vom Profi. Und wir gehen ans Eingemachte. Auch an die kleinen unangenehmen Sachen. Gibt es eigentlich unangenehme Sachen beim Epo-Reef? Ja. Tatsächlich gibt es welche. Mir fällt auch im Moment ja, eigentlich erstmal nur einer ein. Aber mal gucken, ob ihr auch drauf kommt. Egal. Fakt ist, am Wochenende 16. oder 17.12., also der dritte Advent, mache ich ein Live beim Norbert. Bin bei ihm vor Ort. Wahrscheinlich werden wir so gegen 4, 5 Uhr starten, vermute ich mal. Und dann werden wir mal sehen, was da noch so alles kommt.
was wir Fragen von euch haben, was wir erfahren werden von Norbert selber und. Also es wird definitiv spannend. Und von daher habe ich dieses Video jetzt hier mal so dazu genutzt, eine kleine Ankündigung zu machen. Gleichzeitig nochmal das Epo-Rief zu lobpreisen. Ja, sorry, aber es ist einfach für mich das geilste Gestein. Ich weiß, viele da draußen gibt es, die sagen, nee, will ich überhaupt nicht, komische Farbe und. Aber es ist und bleibt das vielseitigste und am saubersten zu startende Gestein in meinen Augen, was es gibt. Das ist definitiv Fakt. Ob man das mag oder nicht, bleibt jedem selber überlassen. Ich finde es einfach nur geil. Ja, genug gequatscht, würde ich sagen. In diesem Sinne würde ich auch noch sagen, wir sehen uns entweder beim Live am 3. Advent oder in irgendeinem anderen Video. Je nachdem, wann ihr das hier schaut. Das Live werde ich euch im Nachhinein hier in diesem Video nochmal verlinken, auch unten in der Infobox. Und hab genug gequatscht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend und Nacht. Und nochmal vielen Dank, Norbert, dass wir das Ganze und Andi das Ganze aufnehmen durften, um euch da draußen mal so eine entsprechende Findung eines etwas größeren Beckens zu zeigen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Bye, bye.